die Mary von Medical Fly. Wir sind heute in Düsseldorf auf unserer Veranstaltung. Neben mir ist die liebe Nicole. Und wir haben mit der Nicole heute ein Spiel vor uns. Sie ist mittlerweile dritter Monat Post-Op nach der Magenverkleinerung. Wir haben ja so ein Einkaufskörbchen vorbereitet. Da sind jetzt einige Lebensmittel drinnen. Und wir werden mal schauen, was man da essen kann, was man da nicht essen kann oder darf. Und wann man diese Sachen natürlich auch essen darf. Wir haben zwei Körbe. Rot ist nicht gut. Grün ist sehr gut. Ja. Nicole, magst du gleich loslegen? Ich fange an, genau. Zucker. Nein. Okay, was ist das? Das ist Kuchen. Nein. Das ist alles böse. Das darf man auch nicht. Das da auch nicht. Das auch. Hat die Wurst auch nicht. Die Wurst? Wurst. Wenn es Geflügel ist, schon, aber so. Eher nicht. Zu viele Kalorien. Brokkoli, sehr gesund. Energy, gar nicht. Cola, Sushi, leider erst nach einem Jahr. Ich liebe Sushi. Brot, auch leider nicht. Erst in einem halben Jahr, also im Juni. Darfst du? Deine Operation war im Dezember, ne? Im Dezember, genau. Ich darf also das nicht, aber alles andere ab Juni essen. So. Kidneybohnen seit einer Woche, ja. Käse darf man essen. Es kommt aber immer darauf an, wie fettig er ist. Also das ist jetzt so, ich sag mal ja. Ja, guck mal, schon zu grün. Genau. Kaffee in den ersten drei Monaten, nein. Aber jetzt wieder. Eier ist gut, darf man essen. Was haben wir denn noch? Bananen auch. Alles gesund. Das ist Wurst. Sucuk, Knoblauchwurst. Knoblauch dürfen wir wieder essen. Aber da sind auch Gewürze. Gewürze und wahrscheinlich auch zu fettig. Also böse. Und Kartoffeln, die darf man sogar direkt essen. In der Pürierphase. Sehr lecker. So. Ja. Und jetzt haben wir nichts mehr. Wir haben aufgeteilt. Super. Also wie ihr seht, okay, wir haben jetzt zwei starke Linien. Rot und Grün haben wir gesagt. Aber auch im roten Korb sind einige Sachen, die man ab dem sechsten Monat essen darf. Also die Nicole ist ja dritter Monat Post-Op. Daher. Es scheint jetzt alles eigentlich auch relativ gleich zu sein in beiden Körben. Aber wenn noch drei Monate rum sind, kommt noch was auf das grüne Korb hinzu. Richtig. Genau. Also ich darf halt die Sachen noch gar nicht essen. Und Kohlensäure oder auch Energy Drinks sollte man vermeiden, wenn es geht. Also Nicole, beim Spiel haben wir ja jetzt auch gesehen, du hast alles richtig zugeordnet und du weißt ja auch im roten Korb, was dann noch und wann zum grünen Korb dazu kommt. Richtig. Vorhin hattest du ja mir noch gesagt, also uns noch gesagt, dass du dich an deinen Post-Op-Broschüre noch gut daran hältst. Auf jeden Fall, ja. Und auch an die Ernährungsschulung, die du im Krankenhaus hattest. Auf jeden Fall, ja. Wie war es jetzt in den letzten drei Monaten? Hattest du mal Schwierigkeiten mit irgendeinem Lebensmittel, was du vielleicht nicht sofort vertragen hast, was durchaus erwartbar ist? Ja, ich vertrage keine Eier mehr im Moment. Okay, hartgekochte, weichgekochte, welche? Egal. Egal? Egal, ob Rührei, weichgekocht, hartgekocht, vertrage ich nicht, wird mir schlecht von. Mhm. Also habe ich sie erstmal ein bisschen verbannt aus meinem Leben. Zwischendurch geht Gurke und Tomate, mal ja, mal nein. Also es kommt immer anscheinend, ob ich Tagesform von mir oder wie die Tomaten sind, ich weiß es nicht. Aber ansonsten habe ich bis jetzt alles gut vertragen. Ja, super. Bis halt auf die Eier. Und da hast du jetzt auch einfach mal Pause gemacht, so ein, genau. Zwei Wochen. Genau, ich war vielleicht in Berlin beim Dr. Oetscher und war auch im Hotel, habe da noch mal probiert, ein Ei zu essen, aber funktioniert nicht. Okay, macht nichts. Das ist ziemlich individuell. Ja. Muss jeder sich so selber dran tasten. Wollte ich gerade sagen. Und ich probiere es zwischendurch. Wenn es funktioniert, ist gut. Wenn nicht, lass es sein. Okay. Werden sie aus dem Leben verbannt.
Das kommt durchaus vor, dass Patienten nach der Magenverkleinerung verschiedene Lebensmittel, die in den Phasen erlaubt sind, nicht vertragen. Das ist ziemlich normal und erwartbar. Da ist die Empfehlung von der Ernährungsberaterin und auch von dem Chirurgen einfach, dass man mit diesem Lebensmittel aufhört zu essen, einfach eine Pause einlegt von 10 Tagen, 2 Wochen mindestens und danach nochmal versucht, dieses Lebensmittel zu essen, zu vertragen und dann guckt man sich die Sache einfach an, wie geht es mir jetzt mit dem. Wenn es immer noch nicht gut ist, wenn man das immer noch nicht vertragen kann, dann ist es kein Beinbruch. Einfach nochmal Pause machen und dann wieder probieren. Wie mit Gemüse, manchen Gemüsesorten, genau. Kommt auch bei manchen Obstsorten. Ne? Genau, genau. Wie Banane esse ich jetzt, habe ich sehr, sehr lange nicht gegessen. Aber ich schaffe auch nur eine halbe, weil mehr passt leider nicht in meinen Magen rein. Auch gut so. Ja. Nicole, danke für deine Zeit. Kein Thema, das habe ich sehr gerne gemacht, Merve. Dankeschön. Danke.